Ich brauche ein Glow-Up. Ich war gerade beim Nagelstudio. Wow. Heute ist Mittwoch. Ich wollte gerade sagen, heute ist Dienstag, aber heute ist Mittwoch. Und wir haben schon fast 16 Uhr. Ich bin in meinen Chill-Klamotten, weil ich immer noch krank bin. Wie man vielleicht auch noch hört. Ich wurde ja in Paris krank, bin jetzt seit vorgestern wieder zu Hause. Gestern habe ich mich auch von der Arbeit krank gemeldet und heute mache ich so ein bisschen ein Hybrid-System, sagen wir mal. Ich habe auf jeden Fall alle E-Mails sortiert und alle To-Dos sortiert und habe jetzt den Überblick, was getan werden muss und habe alles, was morgen gemacht werden kann, nach morgen geschoben und alles, was ich heute noch mache, mache ich in einer Stunde oder so, weil ich mich ein bisschen ausruhen muss. Mein Kopf macht richtig doll Faxen. Übrigens, das hier ist eine meiner absoluten Lieblings-Lounge-Set-Hosen. Ich habe auch davon auch das Oberteil. Aber das Oberteil ist langärmlich, das ist zu warm. Das ist von Urban Outfitters. I love it. Ansonsten kann ich euch einmal das Highlight meiner Mitbringsel aus Paris zeigen. Und zwar gab es auf der TwitchCon einen Crocs-Stand und die haben umsonst diese Charms verteilt. Sind die nicht absolut süß? Ich liebe die, vor allem diese Gummibärchen sind so cool. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Übrigens bin ich jetzt bei Fourth Wing, schon auf Seite 339 von 500 oder so. Und ich lese die ganze Zeit und bin so, wo ist der Spice, von dem alle geredet haben? Es gab vielleicht eine Szene bisher, die wirklich spicy war. I'm waiting. Also ich bin ungeduldig, because I wanna read it. Aber ich mag das Buch echt gerne bisher. Es ist nice geschrieben. Es macht richtig Spaß, das zu lesen. Ich habe mir gerade einen Matcha gemacht. Beim Bubble Tea Laden gibt es ja immer so Brown Sugar Tapioca Matcha. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht auch einfach braunen Zucker hier rein? Ich habe nur so ein Teelöffelchen, damit es nicht zu ungesund ist. Aber es schmeckt halt schon verdammt geil. Oh yes. Wenigstens kann ich noch schmecken, ganz ehrlich. Ich habe ein kleines Popokissen, was mich aufwärmt. Sie will nicht gehen. Ich habe mich hier irgendwie hingequetscht, weil sie nicht aufstehen möchte. Wie kann man nur so süß sein? Ich habe mir gerade Abendbrot gemacht und setze mich gerade an den Schnitt, beziehungsweise sagen wir erstmal die Vorbereitung für den ersten Vlog wieder. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Also ich mache gerade nur Color Correction erstmal. Aui, aui. Warum sind da Krallen? Warum sind da Krallen? Irgendwer meinte, heute noch grillen zu müssen im Innenhof. Deswegen muss ich jetzt mein Zimmer neutralisieren. Ich mache mir da Yankee Candle an. Fresh Cut Roses. Eine meiner Lieblingskerzen. Ich war jetzt die letzte Woche krank und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wahrscheinlich kennt es jeder. Man vernachlässigt Sachen, wenn man krank ist. Man vernachlässigt sich selbst, wenn man krank ist. Seit Ewigkeiten kein Make-up getragen. Ich brauche ein Glow-Up. Ein Mini-Weekend-Glow-Up. Und als erstes muss ich mich um diese Haare kümmern. Die sind seit über einer Woche nicht gewaschen. Komplett trocken. Ab unter die Dusche.
Okay, mein Frühstück sieht wirklich nicht geil aus. Aber es wird geil schmecken. Es ist einfach Porridge mit Beeren und Datteln und Erdnussbutter. Und ich habe noch Matcha. Und ich werde jetzt meine Probiotika nehmen. Ich habe nämlich immer random morgens und abends eine genommen. Aber es macht viel mehr Sinn, wenn ich jetzt beide Tabletten, also zwei ist der Tagesbedarf, zum Essen nehme. Weil Probiotika braucht Präbiotika, um quasi aufgenommen zu werden. Und hier sind halt Präbiotika quasi schon mit drin von Natur aus. Deswegen... Es wird jetzt rein. So. Ich habe die letzten Stunden gearbeitet und meine Haare etwas antrocknen lassen. Und jetzt möchte ich etwas ausprobieren. Glow-up-mäßig. Die sehen halt einfach gerade wirklich katastrophal aus. Ich hasse auch meine Haarstruktur einfach so sehr. Aber nichts, was man nicht irgendwie ändern könnte. Deswegen. Fangen wir an. Ich habe hier so ein Haarset ohne Hitze, was ich nochmal ausprobieren wollte. Es hat letztes Mal nicht ganz gut geklappt, beziehungsweise es hat schon geklappt, aber jetzt sind meine Haare halt noch leicht feucht und ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Basis, um das mal nochmal hier zu testen. So, man liegt sich doch auf den Kopf. Ich glaube, wenn ich eine Sache niemals sein werde, dann ist es Beauty-Influencer. Ich bin einfach so schlecht da drin, so eine Sachen zu machen, ne? Also man nimmt auf jeden Fall von vorne eine Strähne und dann von hinten die nächste Strähne und flechtet das hier so quasi so drumherum. Es hält auch hier oben einfach nicht, aber egal. Und dann wieder vorne rum. Oh, es ist so kompliziert. Also erstmal so. Also ich check's gar nicht, ob das jetzt irgendwie richtig ist or not. Es sieht auf jeden Fall sehr lose aus. Ich krieg's aber auch nie fester hin. Ich hasse so eine Scheiße, ne? Lassen wir das mal drin für ein paar Stündchen. Okay, Leute, ich habe mich irgendwie ein bisschen überschätzt. Gesund bin ich auf jeden Fall noch nicht. Ich habe übrigens auch das ganze Ding hier nochmal neu gemacht. Ich glaube, meine Haare sind jetzt auch bald mal trocken. Irgendwie, das fühlt sich zwar in meinem Nacken irgendwie immer noch so nass an, aber ich weiß nicht, ob man da überhaupt was dran ändern kann. Ja, wie gesagt, ich denke die ganze Zeit, ach, ich bin wieder gesund. Aber dann sieht es hier so aus. Und ich bringe die schon stündlich weg. Es ist wirklich eine absolute Qual. Okay, Leute, auf jeden Fall machen wir das jetzt hier auf. Und vielleicht werde ich gleich weinen, weil das einfach schrecklich aussehen wird. Weil meine Haare funktionieren einfach nicht so wie normale Haare, habe ich das Gefühl. Das hier hinten auch mit so einer Klammer halt festgemacht. Die machen wir erstmal auf. Es müsste trocken sein. So, dann holen wir das mal nach vorne. Okay, ich habe Angst. Bitte lass gut sein. Bitte lass es gut sein. Oh, wow. Oh, wow. Das nenne ich mal Locken. The fuck? Diffburg. Okay, ja, damit habe ich nicht so ganz gerechnet. Die gehen natürlich nicht bis in die Spitzen, weil warum sollte sie auch? Weil it's not that bad. Ja, keine Ahnung, was ich erwartet habe. Ich habe halt einfach so dickes Haar. Ich wollte mich heute Hot Girl, Slay, was auch immer fühlen. Ich fühle mich so scheiße. Naja, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch eine Möglichkeit, mich irgendwie gut zu fühlen. Übrigens, die Haare sehen jetzt so ganz cute aus. Wenn ich sie halt nicht offen trage, sondern so einer Klammer. Ja, ich überlege gerade, was ich noch machen kann, um mich heute gut zu fühlen. Es wird auf jeden Fall eine Sache geben, die steht heute auf dem Programm. Komme, was wolle. Und zwar mein Buch zu Ende lesen. Ich glaube, ich habe noch 50 Seiten. Ja, ich habe noch genau 50 Seiten offen und ich freue mich unglaublich. Vielleicht muss was Geiles zu essen her, damit ich mich gut fühle. Aber ich weiß auch nicht, was. Hey guys, ich war gerade beim Nagelstudio. Alter, ich liebe diese Nägel so sehr. Es ist halt so ein heller rosa Ton. I love Eat. Auf jeden Fall ist heute richtig heiß. Heute sind irgendwie 35 Grad oder sowas. Und ich habe heute sturmfrei. Und heute auf der Agenda. Ich habe es gestern nicht geschafft, das Buch zu Ende zu lesen. Weil gestern Abend noch was dazwischen gekommen ist. Und deswegen werde ich heute das Buch zu Ende lesen. Ich habe mir gerade vorhin in die Fresse geschlagen. Mein Video fertig schneiden. Heute ist Millis Geburtstag. Heute ist irgendwie ganz viel auf einmal. Und irgendwie aber auch gar nichts. Werde ich jetzt Milli erstmal mit einem Leckerli verwöhnen. Mein Gott, es kommt nichts raus. Es scheint zu munden. Das ist jetzt mein spätes Frühstück für 13 Uhr. Und ich nehme zum Frühstück jetzt immer meine Probiotika mit ein. 2 Kapseln.
Bobby, let's go. Ich habe gerade Pakete bekommen und ich wollte die zusammen unboxen, weil ich gestern Sachen bestellt habe. Ich finde es auch immer noch so krass, dass es heutzutage einfach normal ist. Du bestellst und morgen ist es da. Das ist wirklich insane. Auf jeden Fall, Paket Nummer 1. Und das ist nicht für mich selber, sondern für meine Nichte zum Geburtstag. Der 5. Teil Harry Potter. Ich bin so happy, weil es ist so eine schöne Tanten-Duty, jedes Jahr ein Harry Potter-Band zu schenken. Es sind einfach nur noch 2. Es ist einfach nur noch Teil 6 und 7. Holy shit. Und dann, wie meine Schwester so schön gesagt hat, haben Geburtstage keinen Sinn mehr. Aber ich habe dann gesagt, dann kommen Videospiele drin. Keine Ahnung. Ich hätte ihr auch ultra gerne Animal Crossing geschenkt, aber das kriegt sie schon von wem anders. Diese Cover sind auch einfach richtig schön. Ich habe ein Mikrofon gekauft für genau die Kamera, mit der ich gerade filme, weil der Sound irgendwie nicht so geil ist. Das werde ich auch gleich schon direkt dran machen. Oh, bitte lass einfach alles drin sein. Ich hasse es, wenn ich Sachen bestelle und dann kommt nur so ein Teil an. Oh nein. Ich hasse das. Wieso können die jetzt nicht einfach alles in eins packen? Ganz ehrlich. Ich habe... Alter, das ist voll zerquetscht. Ich habe noch Fineliner gekauft für mein Bullet Journal. Und die sind einfach nicht dabei. Das heißt, die kommen einfach einzeln. Habe ich mir einen neuen Stift gekauft, weil meiner kaputt gegangen ist. Also es ist einfach so ein Tintenroller. Und weil ich mir dachte, ja, der ist rosa, der ist cute, aber es reicht mir noch nicht, habe ich mir noch solche pinken Strasssteine bestellt, die ich da jetzt draufkleben möchte. Uhu! Und das passt wirklich perfekt, weil ich schaue gerade separat ein Video, wie man sein Leben romantisiert oder halt zu dem Thema. Und ich finde solche Sachen wie, ja, ich kaufe mir was, aber dann mache ich es noch schöner. Wow. Leute, Gossip Girl ist wieder auf Netflix. Das heißt, ich kann jetzt nebenbei Netflix schauen, beziehungsweise Gossip Girl schauen, während ich gleich ein bisschen am Video arbeite. Millie ist auch da. Okay, Leute, ich sterbe vor der Hitze, wirklich komplett. Legit eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ich habe mich heute so ein bisschen inspirieren lassen. Ich war heute ein bisschen auf YouTube, auf TikTok, auf Pinterest und habe einfach mal wieder so ein bisschen Aesthetics eingesaugt und ein bisschen Inspiration geholt. Das ist ja auch mal richtig. Und jetzt habe ich beschlossen, wird es Zeit, dieses Buch zu beenden. Leute, ich muss wirklich sagen, es ist so gut. Und ich glaube, ich werde gleich richtig traurig sein, dass es vorbei ist. Ich will nicht zu viel verraten über dieses Buch. Ich kann euch gleich nochmal eine Review geben, wenn ich es zu Ende gelesen habe. Ich bin gespannt. Gerade geht Shit komplett down und... I knew it. Oh mein Gott. I'm done. Holy shit. Kriegt 5 Sterne von mir. Easy. Falls ihr noch nicht wisst, worum es geht, es ist ein Fantasy-Buch und es geht um Violet, die in so einer, ja, auf so einer Akademie-Schule ausgebildet wird und eigentlich sollte sie Scribe werden, also in der Bibliothek dort arbeiten, aber ihre Mutter ist so ein relativ hohes Tier in dem Ganzen und sie ist halt Drachenreiterin und will, dass ihre Tochter auch Drachenreiterin wird, deswegen wird sie in Drachenreiterschule geschickt quasi. Da geht es halt nicht normal ab, sondern da ist alles sehr tödlich und direkt die erste Prüfung ist very deadly und alles, was danach kommt, auch. Und es ist super spannend und to be honest, ich habe noch nie so eine gute Sexszene gelesen wie in diesem Buch. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, der im Oktober rauskommen wird. It's time to glow up tomorrow.